Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Leuchte der Perle. Der meine letzte Folge endlich einen Pokédex erhalten haben, wie man oben rechts unschwer erkennen kann. Und Lukas in der Trainerschule getroffen haben, geht es jetzt weiter auf nach Erzelingen. Vorher wollte ich mit dem Typen noch schwitzen. Hallo, ja, du da, mit dem coolen Schal. Du hättest mal den Jungen sehen sollen, der hier eben vorbeigedüst ist. Ja, wahrscheinlich war das Lukas. Er war so schnell, dass ich nicht mal dazu kam, ihm eine Halle zu rufen. Ja, das kann nur der Gewinn sein. Jubelstadt, Stadt der Freude und Zusammenkunft. Und auf geht's nach Route 203. Und da ist er doch. Na, wie sieht's aus, Heiko? Sag schon, bist du in letzter Zeit stärker geworden? Ja, schon. Ob ich auch stärker geworden bin? Also wirklich. Sieht man das etwa nicht? Nö. Sicher bin ich das. Los, ich beweise es dir. Na gut, dann machen wir einen Kampf. Zwei Pokémon, ja. Pokémon-Trainer, du kostet Stahl-Lilly ein. Aus Gelast. Krieg immer. Deckel wie immer. Ruckzuckieb. Oh, nicht sehr effektiv. Deckel. Oh ja. Nicht übermütig werden, noch ist der Kampf nicht entschieden. Ja, aber. Oh ja. Nur no Blattwerk. Also nicht sehr effektiv, okay. Na, dann machen wir das weiter. Wieder Tackle. Mach ich auch Tackle. Ja. Jetzt wurde besiegt. Nummer Uno. So. Ah, wieder Levelaufstieg. Sehr schön. Panflam. Ja, ich muss gerne mal wechseln. Weil Pflanze gegen Feuer ist so eine Sache. Kommt schon das zurück. Nur ein Stahl-Lilly. Ey. Kann auch mal stillstehen. So wie der da rumtanzt. Oh, Motecki wieder. Kratzer. Wer ist mit Rückzugieb? Das ist schon besser. Oh. Verteidigung sinkt. Oh. Nur noch Rückzugieb. Bumm. Komm schon. Sind schon wieder. Ein Pokémon hat ziemlich viele KP verloren. Das könnte eng werden. Ja? Ich habe ja noch eins. Nein, nicht Tackle. Ich will immer runterdrücken, Mann. Ja, cool. Scheiße. Ja, gut, nehmen wir doch wieder Chillast. Warum steigen die dann? Kriege mal. Gibt das was? Katze? Komm schon. Okay. Das ist beides nicht sehr. Nein! Geht die Krise noch? Ach Gott. Gekreischt. Aber gekreischt. Ey, ich sollte mal gewinnen, nicht so schnell zu drücken hier jedes Mal. Yay. Level 10. Ey. Auch schon. Ich lasse allein Wachstum. Cool. Pokémon-Trainer wurde besiegt. Was? Willst du mir weismachen, dass ich verloren habe? Du gewinnst 1188. Geil. Was ist denn sonst? Ist doch logisch. Ich habe verloren. Aber eins sage ich dir, das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Denn ich werde mich zum stärksten Trainer mausern, den die Welt je gesehen hat. Erstens knüpfe ich mir gleich mal den Arena-Leiter von Erzelingen vor. Ich werde wie verrückt trainieren. Alles gut, tschüss. Pipidi, Route 203. Ja, genau. Einfach nur geradeaus. Ne? Ich muss aber schon wieder zurück, warte. Da, Pokémon sind da. Feuchte Verhalten auf.
Ja, gerne. Ja, gerne. Gut. Jo. Ja, gerne. Tschüss. So. Kurz mal. Ich kann das ja aufmachen. So. Jetzt aber Attacke. Steht da? Tipps für Trainer. Pokémon-Attacken verfügen über Angriffspunkte, die mit jedem Einsatz im Kampf sinken. Schau in einem Pokémon-Center vorbei, um sie aufhören zu lassen. Alles gut. Dann laufe ich mal hier durch. Guten Tag. Ich zeig dir, wie eng mein Pokémon und ich bin da verbunden sind. Alles gut. Detlef. Alles gut, Detlef, Kevin. Ihre Purz? Ah ja. Wachstum. Was ist Wachstum? Ah, Angriff? Ah, okay. Klaps. Oh ja. No, Motegi. Motegi. Ja. Wow. Ein Volltreffer. Oh ja. Spezialangriff 7, okay. Komm schon, Deckel. Ja, ey, das war's. Tadam. Detlef wurde besiegt. Jetzt bin ich traurig. Oh, du gewinnst 302 Mal. Sehr schön. So, kann ich weiter? Danke. Oh, guten Tag. Ich suchte nach einem Pokémon und fand einen Trainer. Hä? Interessant. Göre Annette. Ah, na gut. Bilisa. Guten Tag. Nochmal Blattwerk. Alter. Hey, you. Alter, mal tackeln und das müsste es gewesen sein. Ja. Alter, gut. Hat sie das nächste Stachel Lilly? Nein. Weiterkämpfen. Tackle wieder. Oh. Auch Tackle? Oh Gott. Na gut, ich bin halt Level 10 und Level 4. Oh. So ein Unterschied. Knospi. Knospi ist doch auch Pflanze. Ja. Möchte nicht wechseln. Nein. Ja, genau. Na, Tackle wieder. Oh ja. Dann wachst du. Immer wieder Tackle. Und dort. Ich glaube, eins hat sie noch, gell? Nee, mit Levelaufstieg. Sehr schön. Ah, nee, hat keinen Druck mehr. Huch, das war's schon. Oh, Chris 352 Euro. Oder was auch immer das ist. So, dürfte ich weiterlaufen? Dankeschön.
will gerne Schilder. Ich wollte Schilder nur lesen. Ich habe einen hübschen Orden von Marina Knight in Herzlingen bekommen. Oh, okay. Dann zeig mal ja, was du kannst, Madeleine. Starre Lili schon wieder. Tickle wieder. Schon. Ja. Nee, Level 11 schon. Bidiza, nein, ich möchte nicht wechseln. Okay. Nehmen wir diesmal Blattwerk. Ah, okay. Nur, dass dir das nicht viel bringt. Einmal bitte den Blattwerk. Und gut ist. Boom. So. Hast du noch eins, oder? Nee, okay. Oh, ich habe verloren. Lalala. 380, okay. Jetzt muss ich noch einen Plan finden, wo ich hin muss. Lass mich hier Schild lesen. Tipps für Trainer. Wusstest du, dass die Entwicklung eines Pokémon gestoppt werden kann? Drücke dazu einfach während des Videosvorgangs den B-Knopf. Ah, stimmt, da war mal was. Ja, aber eigentlich. Muss ich hier gerade weiter, gell? Aber den Berg durch. Trotz seiner Lage in Großstadtnähe konnte es nicht Fahrt seine entspannte und natürliche Atmosphäre erhalten. Ah, da gut. Dann gehen wir da mal rein. Guten Tag. Wer sind Sie? Na, sieh mal einer an. Du hast ja ein Pocket. Du bist aber als Trainer noch ziemlich grün an den Ohren, wie? Aber das ist nicht weiter schlimm. Hauptsache, dann herrscht die für Pokémon. Und da ist eigentlich die diese TMs. TM98. Okay. Die TMs enthalten die Attacke, Kampfattacke Zertrümmerer. TMs ermöglichen diese Pokémon auf der Stelle Attacken beizubringen. Doch überlege dir genau, wann du sie verwenden willst. Denn sie können jeweils nur einmal eingesetzt werden. Außerdem war ich so frei, die App VM-Attacken auf deinem Pokémon zu installieren. Willst du über die App VM-Attacken die Attacke Zertrümmerer aus, kannst du so lästige Felsen aus dem Weg räumen. Um davon Gebrauch zu machen, benötigst du jedoch den Orden der Erzlingen Arena. Vor allem Attacken lassen sich nämlich erst einsetzen, wenn du zuvor die dafür nötigen Arena-Orden erlangen hast. Ich bin schon gespannt, welche Fortschritte du machen musst. Ah, okay. Du kannst über eine Pocket-App vor allem Attacken einsetzen und so Hindernisse beseitigen. Ah, das war ja die Sache, wie sie früher im Pokémon lernen mussten. Stimmt. So, dürfte ich weiter, danke. Ich kann ja mehr so viel kämpfen, deswegen will ich gerne einfach vorbei. Dankeschön. So. Wo sind wir denn hier? Ah. Erzlinge, eine Stadt voller Energie. Schön. Muss ich mit dir kämpfen? Bitte nicht. Ah, hallo Trainer. Hör mal, wenn du ohne einen einzigen Orden daherkommst, werden die anderen Trainer dich nicht für voll nehmen. Wenn das nicht passiert, zeige ich dir jetzt erstmal, wo die Arena zu finden ist. Ah, okay. Ja, irgendwo da hinten. Ah, wer bist denn du da? Oh, da wartet ja schon jemand. Steht da? Pokémon Arena von Ärzte. Arena leider? Fight. Nennt mich Fight, den Fels. Ah ja. Wer bist du? Was? Wie? Oh, du bist es, Heiko. Ach, es ist mal wieder langsam angehen lassen. Wie? Ich dachte schon, du kämpfst gar nicht mehr. Das hat sich der Arena-Leiter wohl auch gedacht, denn der ist schon lange wieder weg. Er meinte aber, er wurde zur Ärzte-Ding-Mine.
Schau mal in Ordner bereits, daher ist das ziemlich egal. Alles gut. Gibt es irgendwo einen Pokémon-Sender? Ich müsste mal meine Pokémon heilen. Hallo, Pokémon-Sender. Da. Gut. Hab schon gedacht. Tag. Ja. Ja, danke schön. So, gehen wir wieder raus. Was weißt du so? Hier in der Nähe erlebt sich ein gewaltiger Berg gen Himmel. Der sind nur gewissermaßen zwei Teile. Ah, okay. Ah, die Mine ist glaube ich hier, gell? Nee, da ist stolz auf die Mine. Während wir hier stehen und uns unterhalten, kamen sie weiter bis unter das Meer. Ich finde das einfach faszinierend. Ah ja. Aber schöne Animation, ne? Sieht schon aus. Komm ich hier? Guten Tag. Diesen Hügel aus schmutzigem Sand hier nennt man Abraumhalde. Dieses Abfallprodukt entsteht, wenn man Schächte über den Kohleabbau gräbt. Ah, falls es dich interessiert, hätte ich dann nochmal unnützes Wissen für dich. In Huan kann man die Abraumhalde aus irgendeinem Grund unter dem Namen Schutthalde erkennt, okay. Ja, Schutthalde passt. Da? Erzlingmine, Vorsicht, Pokémon bei der Arbeit. Du geh mal gleich rein. Guten Tag. Los, Marolo, häng dich rein. Schlag die Felsen klitzklein. Ah, das sinkt, okay. Was haben wir hier? Guten Tag. Du besichtigst die Mine? Wunderbar, das freut mich wirklich. Es ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas Neues zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Genau. Was haben wir denn noch? Wieso packt man die Maschinen so? What the fuck? Ach, Marolo. Marolo. Ah. Tag. Das hier ist harte, schwere Arbeit, keine Frage. Aber zusammen mit den Pokémon zu arbeiten, gibt mir Energie und treibt mich an. Hier, ein kleines Geschenk für dich. Ein super Drang, gell? Du warst stolz, super Drang. Perfekt. Wenn ich mich gesund und munter fühle, habe ich ein breites Grinsen im Gesicht. Das macht mich glücklich. Ah, das ist doch schön. Ja, dann gehen wir mal runter. Jo. Ah, könnt ihr jetzt halt jetzt auftauchen, gell? Kleinstein. Ah, Kleinstein will ich haben. Bitte. Ist das mal Tackle-Eye? Oh, nicht sehr effektiv, okay? Alter. Das ist ein Blattwerk. Ja, so habe ich mir schon gedacht. Ich wollte ihn aber nicht besiegen. Ah, gut. Naja, gut. Aber wie es hier in der Mine weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Also danke fürs Zuschauen und bis dahin dann. Ciao.